laughing and having a good, good time. Willkommen zurück zu einem neuen Video von mir und dem letzten Adventskalender-Video für diesem Jahr. Ich kann nicht reden. Wir schummeln heute ein bisschen und zwar drehen wir das Video, ich gebe es einfach zu, ja, am 16. Dezember. Und eigentlich ist es Türchen wie viel bis wie viel? Ich glaube 18 bis 23. 18, 19, 20, 21. Ja. 18 bis 23 und wir haben den 16. Aber es hat so ein paar Gründe, warum wir das Video jetzt vorher drehen. Das ist so süß. Miss Wanna. Ich muss noch was anderes vorab sagen in diesem Video. Ja. Mein Auge ist so angeschwollen. Das ist trocken. Krass, Alter. Du brauchst mal eine gute Pflege. Kannst du mir da was empfehlen? Ja, da habe ich was und zwar. Was? Ich habe eben mal ein bisschen Scherz erlaubt. Ich habe nämlich eine Kooperation abgedreht. Eine ernste Kooperation natürlich, also for real eine Kooperation, aber wir wollten das so witzig rüberbringen. Ich weiß auch nicht, ob das so witzig rüberkam, ehrlich gesagt. Aber ja, da haben wir auch so gesagt, da habe ich das Perfekte für dich und zwar, und dann habe ich die App gezeigt. Aber tatsächlich kannst du, wenn du willst, von Formel Skin meine Creme nehmen und die mal auftragen. Und gucken, wie das funktioniert. Ja, weil das sieht echt schlimm aus, ja. Ich weiß. Was machst du denn? Ich mach gar nichts. Ich hab gar nichts gemacht. Sie packt ja wieder 3 Türchen von mir aus, ich pack 3 Türchen von ihr aus. Und bei 2 von 3 Päckchen oder Türchen weiß ich halt, was es ist. Ja. Bei einem weiß ich es, weil es wirklich so offensichtlich ist, dass ich das brauche, dass es einfach offensichtlich ist. Und bei dem anderen kam ich dann nur dadurch, dass ich weiß, dass diese offensichtliche Sache safe dabei ist. Und dann habe ich halt dieses eine Paket gesehen. Und das ist halt genau die Form. Und ich so, ah, wieso bin ich da nicht vorher drauf gekommen? Als du mir das erste Mal gezeigt hast, hätte man ja theoretisch schon direkt drauf kommen müssen. Oder drauf kommen können, aber ich null so. Keine Ahnung. Deswegen, ich weiß ja, was deine Dingstürchen sind. Nur eins weiß ich halt nicht, da bin ich auch sehr gespannt. Und meine Türchen waren, oder meine Türchen sind krass. Sehr krass. Ich will damit nur sagen, dass ich das dir schenken möchte und wollte und will. Und dass die Leute aber in den Kommentaren, also dass ihr jetzt nicht denkt, weil es geht nicht um den geldtechnischen Wert oder sonst irgendwas. Weil ich habe so ein bisschen Angst, dass dann Kommentare kommen wie, du hast viel zu viel Geld dafür ausgegeben, bla bla bla. Ich wollte ihr das schenken und dabei geht es nicht darum, ob das 100 Euro kostet oder 10 Euro kostet oder keine Ahnung, darum geht es nicht. Ich wollte ihr das einfach schenken und das hat auch seine Hintergründe. Das kann ich ja dann bei jedem Türchen selber erklären, warum ich dir das schenken wollte. Nur damit ihr wisst, weil bei den anderen Türchen waren die Sachen ja auch nicht so teuer. Oder nicht so teuer jetzt wie diese Türchen. Es geht nicht um den materiellen Wert, sondern es geht um den Gedanken dahinter. Ich habe so Angst. Du hast, dass dir die Türchen nicht gefallen, oder? Nee, einfach weil du schon die ganze Zeit sagst, dass es super teure Türchen sind. Ja. Yeah. Und ich komme so voll in den läppschen Türchen. Ist egal. Guck, deswegen meine ich. Ich weiß ja bei dir schon, was es ist, außer eine Sache weiß ich noch nicht. Und deswegen, darum geht's nicht. Darum geht's null. Du sollst überhaupt gar keinen Kopf machen. Aber ich möchte auch nicht, dass ihr euch da draußen Kopf macht. Weil ich habe auch oft Kommentare bekommen, ja, ich finde das voll schön, dass ihr euch so bodenständige Geschenke macht und nicht so extrem teure oder so krasse Sachen oder sowas, sondern so normale Sachen euch gegenseitig schenkt. Das ist ja auch mega schön. Und das habe ich auch die ganze Zeit gemacht. Aber das sind halt Sachen, die wollte ich dir einfach schenken und deswegen schenke ich. Ursprünglich war das 18, 20, 22. Aber ich überlege, 18, 20, 22 zu machen. Okay. Weil ich persönlich finde das Geschenk nicht so krass wie das. Ich finde das cooler. Hat beides gleich viel gekostet, by the way. Und wahrscheinlich werden aber viele das hier krasser finden. Aber ich finde das irgendwie cooler. Deswegen gebe ich dir, glaube ich, zuerst diese Geschenk. Okay. Schön. Aber irgendwie, glaube ich, wenn du das liest, weißt du sofort. Meinst du? Ja, deswegen vielleicht mache ich lieber ab. Nein. okay. Ich lese noch nicht. Okay, lese noch nicht. Guck das dir erstmal an. Wir sind alle gespannt. Wir sind alle gespannt. Sehr gespannt. Wir sind sehr gespannt. Darf ich jetzt lesen? Nein. Warte. Aber. Ja, okay. Sind das Kopfhörer?
direkt da drauf. Weil ich direkt gesagt habe, so, ich muss mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um mir vernünftige Kopfhörer zu kaufen. Hä, ja, vernünftige könnte auch was anderes sein. Vernünftige Ausschuhe. So bekloppt. Jetzt bin ich mal gespannt, welche. Du bist doch einfach behindert. Dankeschön, oh mein Gott. Die passen in dein Ohr, ne? Ja. Sehr gut. Geil. Weil mein Ohr passt nie nicht. Echt nicht? Nein, sonst hätte ich doch schon längst gehabt. Du hast mir schon 30 Mal gekauft. Dankeschön. Und Leute, irgendwie habe ich diese noch nicht ganz ausgelost. Schade. Sind es Twins. Hast du dich nicht gewundert, warum ich plötzlich dieses Verlosungspaket einfach so rausgeholt habe aus der Ecke? Ich habe es mir tatsächlich irgendwie gedacht, dass ich vielleicht von dir AirPods bekommen könnte. Ja. Also irgendwo hatte ich so diese Ahnung. Deswegen habe ich das nicht großartig hinterfragt, dass du da irgendwo auf einmal AirPods herbekommst. Einfach. Ich muss halt die Verlosung machen und ich war die ganze Zeit so am Überlegen. Ich so, weil ich habe die halt zweimal bestellt. Und das Netzteil. Für den Dings, Ladedings. Mhm. Ach so, meine Nase ist übrigens sehr fettig, aber das ist ja normal. Also das kennt ihr ja schon, also ist ja nicht schlimm. Weil ich sehe das gerade extrem, aber wie gesagt, ihr seid es gewohnt. Das ist langsam ein Running Gag geworden, dass ich fettige Haare habe. Ich habe keine fettige Haare, das ist Kokosöl. auf jeden Fall. Und dann ist irgendwann der Tag der Tage halt gekommen, wo ich dann diese Verlosung machen musste am 4. Dezember. Und ich so, wie mache ich das jetzt? Weil ich wollte unbedingt ein Bild damit machen. Also, dass ich die auch in der Hand halte, dass die Leute auch sehen, dass ich die wirklich gekauft habe und verlosen möchte. Und ich so, okay, scheiß drauf. Ich rede einfach gar nicht groß drum herum. Oder ich versuche gar nicht irgendwas zu sagen, sondern ich nehme die einfach ganz selbstverständlich. Und wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, ja, habe ich letztens bestellt, sind schon angekommen. Habe einfach alles in meinen Schrank getan. Aber du hast mich halt nicht drauf angesprochen, deswegen habe ich mir auch schon gedacht, dass du dir gedacht hast, dass ich gedacht habe. Dass du denkst. Selbstverwirrung ist verwirrt. Genau. Willst du nicht mal auspacken? Die mal anschließen? Hast du mehr? Schön. Hast du schon mal AirPods drin gehabt? Ich hatte mir einmal Billo Bluetooth-Kopfhörer geholt. Bluetooth. 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 Wurden direkt erkannt. Ja. Okay, let's go. Ah, ich hab Nackenbuch. Hast du es gehört? Interesting. Geil, endlich mal ordentliche Kopfhörer. Bist du auch so cool mit diesen AirPods? Nö. Ach, ich würde die so gerne auch benutzen, aber geht halt nicht. Geht nicht in mein Ohr. Jetzt kann ich mir eine coole Hülle für die bestellen. Ja, genau. Türchen 24 bei mir, Hülle für diese Dings. Und Ladekabel. Okay, jetzt bin ich dran. Jetzt kommen meine läppchen Türchen. Nein! Deswegen habe ich es auch von Anfang an gesagt. Nein. Ich freue mich voll. Ja. Lese. Ja, schön. Das ist schön. Warte, nicht nehmen. Ich stelle hin. Ich weiß schon, was einmal das ist. Einmal zeigen. Kannst du aufmachen. Das ist schön. Erstmal lesen kannst du. Ich kann nichts lesen. Ich schwöre, man kann das nicht lesen. Essentials. Bruh. Wie schreibst du, Junge? Essen, hier, als. Sieht das aus. Egal, nee, ich schreibe. Achso, ich dachte die ganze Zeit, wir sind jetzt zusammen. Nee. Verbunden. Nein, hab ich einfach nur aufeinander gestellt. Was könnte das wohl sein? Ich schwöre, am Anfang, ich wusste nicht. Am Anfang habe ich echt gedacht, weiß ich nicht. Also ich so, hä, was ist das? Und hast du es auch genommen? Nein. Das Witzige ist, mir wurde schon mal eine Tabakdose geschenkt. Und da habe ich das auch nicht gecheckt. Ich so, hä, voll die coole Verpackung und so. Das ist auch so süß verpackt, wie du das verpackt hast. Und ich habe es gar nicht gerafft. Das habe ich schon von Mama. Nee. Ja, deswegen irgendwie jedes Mal aufs Neue wieder weiß ich nichts. Aber mache ich deswegen zuerst diese auf. Weil da ist mehr Spannung. Weil das ist ja Kohle. Bestimmt 27 hoffentlich. Ja, schön. Das ist die beste Wahl. Tada! Und Tabak ist bestimmt mein Lieblingstabak. Vielleicht habe ich ja, genau, einen Doppelapfel für dich geholt. Ja, bestimmt.
Ja, yeah, schön. Sehe ich direkt. White. Okay. Hast du auch Magenschmerzen? Ich? Ja. Aber das ist dein Magen. Nein, das war okay. Das war, ich hab, Mama hat mich auch gefragt, was sie mir zu Weihnachten schenken soll. Ich weiß, ich hab's für sie bestellt. Ah. Guck mal, das ist ein super praktisches Geschenk. Dieses Geschenk kann man mir immer machen. Weil das wird benutzt. Das ist wichtig und richtig. Okay, okay. Nächste. Das nächste komplette Paket ist das. Ich hab Angst! Hast du keinen Zettel gemacht? Nee, ich hab keinen Zettel gemacht. Darf ich das hochheben? Ja. Darf ich das schütteln? Ja. Gib ihm. Er macht gar nichts. Das habe ich echt scheiße eingepackt und wie gesagt... Ja, hast jetzt schnell gemacht. Genau. Side Fact, das Paket ist heute erst angekommen. Ich habe es vor über 2 Wochen bestellt. Es ist jetzt erst angekommen. Aber warte, stopp. Weil du siehst sie sofort. Peter! Und es regt mich so auf, dass es so lange gedauert hat. Und jetzt bin ich halt echt gespannt, weil ich habe das Paket halt auch selber nicht geöffnet. Und deswegen, ja. Kann auch sein, dass dann vielleicht noch dieser Sendeschein oder so drin liegt. Mhm. Musst du dann... Sensieren. Genau. Ich kann das nicht sensieren. Deswegen musst du das so öffnen, dass du das direkt siehst. Und wenn der Schein da ist, musst du den weglegen. Okay. Warte! Hast du irgendeine Vermutung? Nee, ich habe absolut keine Ahnung. Jetzt habe ich ja noch nicht mal ein Zettelchen. Ja, soll ich dir was sagen? Ja. Das ist etwas, was du dringend brauchst. Sportklamotten? Ja, wie siehst du das sofort? Geil. Hä, wie hast du das gerade sofort gesehen? Da war doch gar nichts. Ich weiß nicht, der Gedanke kam mir gerade so. Wow. Cool. Muss ich gleich alles anprobieren? Ja, auf jeden Fall. Cool. Hast du alles in Bedient genommen? Weiß ich gar nicht gerade. Hä, das ist ja voll cool. Ich weiß gerade selber gar nicht mehr, was ich bestellt habe, Mann. Und ich weiß auch nichts wegen den Größen, weil diese Größen ist alles andere als das, was ich vorher genommen habe. Und das war schwer. Hast du nicht im Ernst mir so einen Anzug auch geholt? Doch. Wie geil. Alter, wie geil ist das denn? I can't. Aber ich will, dass du das sofort anziehst. Jetzt? Ja. Machst du Kamera weg. Mondschau. Okay. So, Leute, das ist die erste Outfit, beziehungsweise eigentlich gehört das halt zu der Hose dazu. Die Hose, das ist genau dieselbe Hose. Es gibt halt bei Ocean's Apart so eine Curvy-Abteilung. Keine Werbung an der Stelle. Und ich habe genau. Und ich habe mir halt dieselbe Hose mal da geholt in schwarz, in 2 Größen größer als jetzt. Und die Hose passt. Diese Oberteil passt auch. Lieben wir. Schön. Ist dein erster Jogginganzug jemals, yeah, oder? Ich hatte vorher keinen richtigen Jogginganzug. Sweet. Und da haben wir das letzte Set. Das ist nicht aus der Curvy-Abteilung, das ist aus der normalen Abteilung. Es sieht super. Ja. Gut. Jetzt hast du wenigstens wieder endlich was dir auch passt. Ja, endlich. So, hol mal deine Haare daraus, du Aal. Was fandest du jetzt am besten von diesem Set? Tatsächlich, ich glaube den Jogginganzug. Echt? Ich hätte gedacht, dass dir am wenigsten irgendwie gefällt. Ja, ich finde den geil. Ja? Ich finde das blaue Set auch geil. Mhm. Die grüne Hose ist auch super. Ja. Aber ich glaube, ich feiere den Jogginganzug am meisten. Aber habe ich mit keinem reingeschissen? Nein. Okay, sehr gut. Ich gebe dir jetzt das. Das wäre eigentlich die 23 gewesen. Mhm. Aber ist es das, was ich weiß? Ja. Ja, okay. Deswegen hast du dann die Surprise am Ende noch. Okay. Ja, endlich. Du kannst ja aber lesen, was ich da drauf geschrieben habe. Einen Krampf weniger. Krampf. Ich bin gespannt, welche du geholt hast. Also, ich denke, es ist ein Kohlegrill. Jetzt so sie so, hä, was laberst du? Also ich kann dir so viel sagen, es ist kein Gasgrill. Campinggrill. Derselbe? Wow. Der gleiche, Entschuldigung. Schlag mich nicht. Außerdem weißt du ganz genau, wie teuer die Scheiße ist. Ja. Hast du auch von Chillum geholt? Ja, ja. Geil. Dankeschön. Die hatten da 3 Stück. Einmal diese Gas. Ich war so, nee. Nein. Und dieser Toaster. Toaster? Das Ding heißt Toaster. Ja, ich weiß. Ich finde das so lustig. Und Toasty! Ja. Und diesen ganz normalen Kohlegrill. Toaster ist, glaube ich, am effektivsten, weil er dann von allen Seiten die Kohle anmacht. Also, ich sag mal so, wenn ich den Toaster nicht immer draußen stehen gelassen hätte, hätte der wahrscheinlich auch noch länger durchgehalten. Also, am besten muss man eigentlich immer rein, raus. Aber die Steckdose ist kacke. Wir müssen einfach den in der Tüte tun, sobald er abgekühlt ist. Das machen wir nicht. Ich habe überlegt, ansonsten ein Verlängerungskabel an die Steckdose zu tun. Ah, aber dann komplett in die Seite schieben. Dann kommt da wahrscheinlich eher nichts dran. Und dann, wenn wir Kohle anmachen, Verlängerungskabel raus. Können wir versuchen. Das wäre vielleicht besser.
Kann ich diese an aus? Hier steckt so das Kacke. Ja, aber ich sehe das trotzdem schon, dass wir den immer draußen stehen lassen. Weiß ich nicht. Prima, danke schön. Wir haben die letzten Wochen die ganze Zeit mit so einem scheiß Campinggrill, so einem Gasgrill die Kohle angemacht. Das ist ganz doof. Oder die Kohle geföhnt. Ja, genau. Also, finally. Willst du dein letztes auspacken? Komm, ich pack mein letztes aus. Das haben wir auch schön als Hintergrund für deine Nägel benutzt. Ah, stimmt. Das ist auf jeden Fall ein leichtes. Musst du lesen. Ein leichtes, komplettes Paket. Das lang ersehnte Upgrade. Du lächelst. Lang ersehnte Upgrade. Schütteln? Ja. Also wird jetzt nicht kaputt gehen. Hoffentlich. Bin ich mal gespannt, was du jetzt sagst. Ist das was für den Körper? Ich sag nichts. Es ist auf jeden Fall nicht das, was ich mir erhofft habe. Das ist noch eine Sache, wo ich gehofft habe, dass du mir die holst. Aber das ist das auf jeden Fall nicht. Keine Ahnung, das klingt irgendwie so, vielleicht ist das was für Nägel oder so. Was habe ich mir denn lange ersehnt? Ich weiß nicht. Sehe ich das sofort? Ja. Ah. Du lächelst so süß. Was ist das? Ah, schön. Das ist eine Lampe. Ja, du kotzt dich ja immer über diese kleine Krüppellampe ab. Ja. Super. Musst du auspacken. Ich packe aus. Aber ich habe recht gehabt, für was für Nägel. Krass. Aber ich habe gar nicht daran gedacht. Aber es hat sich irgendwie so nach so Sachen angehört. So wie diese kleine Tüte da, diese, wo diese Dinger drin sind. Und die ist auch schön groß. Da kannst du dann deine Tipps kleben. Kannst weil, Fuß reintun. Du kannst deinen Fuß reintun. Du kannst auch den Boden da abnehmen. Krass. Und dann hat so einen Sensor, wenn du mit der Hand reingehst, geht Lampe an. Cool. Fast wie ein Helm. Manchmal wäre es ein Helm. Der ist so, what the fuck. Lass mich dir das mal anziehen, bitte. Der Arme! Ich liebe dich! Hast du deinen Kohleanzünder hier gelassen? Auf jeden Fall, das ist cool. Aber daran habe ich mir gar nicht gedacht. Wie gesagt, es hat sich irgendwie nur so, ich glaube, wegen diesem Plastikgeräusch. War schön. Aber sehr gut. Auf meinen Fuß, dann fällt es nicht die ganze Zeit runter. Und halt, wie gesagt, da kannst du dann deine Tipps drin dran kleben. Ja, und stimmt. Da habe ich echt so schon getestet mit meinen Händen, wie das geht. Also, komm, ob, das von, ob das vom Platz her geht und das, die ist auf jeden Fall groß genug und du hast ja auch verschiedene Dinge. Ja, das ist sehr also, schön. Professionelle Lampe. Ja, super. Sehr nice. Dankeschön. Ich habe Angst. Schreibt, da du keinen hattest, habe ich mir gerade einen neuen geholt, damit der bei dir bleiben kann. Das habe ich mir so gelesen. Jetzt kommt der letzte Türchen. Oh, schönes Armband. Schöne Kette. Schönes Armband. Schön! Wie das aussieht. Oh mein Gott! Wie schön da. Das Ding ist sehr verwirrend. Dieses Baumende. Das sieht so süß aus. Oh, Rishu. Das steht dir richtig gut. So kommt dein Gesicht mal zum Vorschein. Zeig mal, Misha. Ich will mal sehen. Guck mich mal an. Also, nein. Komm mal her, Misha. Komm mal her, du süße Maus. Komm mal her, Misha. Oh mein Gott, bist du süß. Ich kann nicht mehr. Kann ich ihn das abmachen? Das sieht so süß aus, wie ein Geschenk. Rocky. Krasavitz. Okay. Oh. Gib Worte. High five. Oh, süß. Und diese Adventskalender-Videos bestehen mehr aus Dings als... Okay. Das nächste Paket und das letzte Paket. Und ich ziehe das vorher aus. Ja. Das Ding ist, jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, dass du auch weißt, was es ist, wenn du die Dings liest. Egal. Okay, das letzte komplette Paket für dieses ganze Videoreihe. Ich habe Angst. Danach kann ich aber noch welche auspacken mit Marilena. Last Christmas, I gave you my heart. Also öffnen kann ich schon mal nicht wirklich was. It's battle time. Ist das vielleicht ein Spiel? Das ist ein Spiel. Das ist ein Spiel? Das ist ein Spiel. Das ist Rummy Cup. Rummy Cup neue Version. Ah, oh, perfekt. Sieht man das direkt? Nein. Oh Leute, ihr stinkt alle nach Fisch und nach Mundgeruch, ey. Also ich glaube, man sieht es sofort. Weil dieser kleine Taserstreifen. Sieht man? Ja.
echt behindert. Du bist richtig behindert. Wieso gibst du denn so viel Geld aus? Geil. Und wo ist deine? Im Schrank. Wie alles. Anne, wie geht diese Gerät auf? Ich weiß nicht. Wissen die Leute überhaupt, was ist? Das ist eine Apple Watch. Ist da auch noch was zugeklebt? Du bist doch einfach bescheuert. Aber jetzt verstehe ich auch, was du meinst mit It's Battle Time. Ja. Yeah. Ja, lieben wir die Kartons von Apple. Okay. Okay. Wie? Hey, wollen die verarschen? Lieben wir. Machen wir das andere auf? Junge, hey, wie gut ist das gerade, dass ich das auf Kamera habe? Wenn das da jetzt nicht beides drin ist, dann raste ich ja wohl komplett aus. Was? Lieben wir. Alter. Krass. Ich hab grad so Herzrasen. Jetzt musst du gucken, ob bei dir was drin ist. What the fuck? Wollen die mich verarschen? Alter, da ist einfach keine Dinge drin. Was mache ich denn jetzt? Ich habe mich schon gewundert, beim iPhone, als ich es ausgepackt habe, waren dann nämlich zwei Teile so zum Abziehen da. Hier war jetzt nur eins. Was mache ich jetzt? Ich weiß nicht. Junge, sowas ist mir noch nie passiert. Also okay, komm mal auf mich. Leute, ich bin gerade richtig schockiert. Gut, dass ich das alles auf Kamera habe, dass ich das alles beweisen kann. Jetzt wird es überhaupt aufgemacht. Du musst diese innere Kreis hoch machen und dann kannst du so oben aufklappen. Meinst du das hier? Ja, bei dir sind zwei davon. Wir haben aber nur eins. Ich muss das jetzt sofort klären. Ich kann es jetzt gar nicht mal satisfying aufmachen, Alter, weil ich so in Rage bin. Ich hab drin. Wie kann das passieren? Ich weiß es nicht. Einfach ein Mitarbeiter hat es anscheinend abgezogen. Apple Watch. Ich bin auch noch so voll gespannt. Wir filmen so voll mit und keine Ahnung und dann einfach sowas. Wir kriegen diese Uhr auf jeden Fall. Wenn du noch extra ein schwarzes Band für mich geholt hast. Ja, ich habe dich doch gefragt, was deine Lieblingsfarbe ist. Oder welche Farbe du bevorzugen würdest. Ich habe extra die ganze Zeit gewartet und habe meine nicht ausgepackt, damit wir das zusammen machen können. No. Das Einzige, was ich gerade wirklich hoffe, guck mal, mir ist so viel Scheiße in letzter Zeit passiert, ne? Mein Portemonnaie verloren, mein Stick, der kaputt ist, wo voll die wichtigen Daten drauf sind. Wenn ich jetzt auch diese Uhr nicht kriege, ne, für dich. Also weiß ich nicht, was noch, dann kann gar nichts mehr noch schief gehen. Ist doch schon alles schief gegangen dann. Ich will das Video jetzt abrupt beenden, weil ich super scheiße gelaunt bin gerade. Verstehe ich. Vor allen Dingen, wer wenigstens meine nicht drin? Wer deine drin, aber meine nicht drin? Hätte ich lieber meine abgezogen. Ist so ehrenlos, das ist so ehrenlos. Guck mal, es könnte auch sein, dass ich gar kein Geld habe und jetzt ein Jahr lang oder zwei Jahre oder drei Jahre lang auf diese Uhr gespart hätte und jemand klaut die einfach. Wie krank ist das bitte? Ja, das war's von dem Video, Leute. Klasse. Frohe Weihnachten. Wir klären das auf jeden Fall mit dieser scheiß Uhr. Du kannst absolut nichts dafür. Vor allem, Junge, dann klau doch wenigstens ganz Karton! Das wäre doch zu aufwendig. Das war doch noch in dem ganzen Ding drin. Ich habe das ja nicht ausgepackt. Ja, das war's von dem Video. Tschüss.